Also im nächsten Thema geht es auch um eine sehr zentrale Funktion, wenn wir den Himmel betrachten und wie kriegen wir das auf unser Horoskop. Und zwar da geht es auch sehr stark um den Misskreis, tropischer Tierkreis, siderischer Tierkreis. Dazu hast du viele Forschungen gemacht und ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Raucher sind aber noch nicht zurückgekommen. Trotzdem fange ich mal an. Ja, genau. Es ist ja selten, dass wir über Astrologie und Astronomie und diese Verbindung, diese Zusammenhänge und Unterschiede auch zwischen Astrologie und Astronomie sprechen. Mir wird es hier vor allem darum gehen, um die Entwicklung der Astrologie parallel zu der Entwicklung, die es in der Astronomie gegeben hat in den letzten 2000 Jahren und wie diese Veränderung oder diese Entwicklung in der Astronomie eben auch das Weltbild der Astrologie zwangsläufig verändert. Ich möchte aber damit anfangen mit der Antike. In vielen griechischen Mythen finden wir die Idee oder die Erzählung, dass Helden katasterisiert werden. Das ist also, dass Helden zum Beispiel von einer Gottheit wie Zeus oder Artemis oder wie auch immer in den Himmel versetzt werden und zu einem Sternbild werden. Dass die Sternbilder am Himmel sozusagen eine Art Erinnerung oder Erzählung sind dessen, was diese Mythen beinhalten und rückwirkend auch sicherlich viele dieser Mythen, auch wenn es sehr schwer zu verstehen ist für uns, manchmal aber merken wir, da ist ein Zusammenhang, dass diese Mythen auch etwas erzählen in einer mythischen oder in einer märchenhaften Sprache über ganz konkrete bzw. reale weltliche kosmische Phänomene. Das andere, was da drin steckt, ist auch die Idee, dass die Sterne mit der Seele, mit dem Wesen dieser katasterisierten Helden zusammenhängt. Dass sozusagen eine Identifikation stattfindet zwischen der Seele des Menschen und dem Stern oder Sternbild. Ein altes griechisches Werk, eines der ersten Werke über den Sternenhimmel, ist Aratos. Phänomena von Aratos. Und dort bei Aratos finden wir eben auch schon diese Beispiele von Katasterisierungen und wir finden aber auch, wie diese Katasterisierungen am Himmel ja sowohl den Zodiak oder die zodiakalen Sternbilder, die wir kennen, betreffen, als auch die anderen Sternbilder, die nördlich oder südlich von diesen Sternbildern liegen. Zum Beispiel, wenn er Aratos den Sommerwendkreis beschreibt, dann sagt er, der Sommersonnenwendenkreis oder Sommerwendekreis kreisen die Köpfe der Zwillinge, auf ihm sind auch die Knie des auf festem Grund stehenden Fuhrmanns, eine Konstellation, die oberhalb des Orion und der Zwillinge liegt. Das linke Bein und die linke Schulter des Perseus und so weiter. Das heißt, in einem Zug, in einem Satz sehen wir da die Sternbilder des Zodiacs mit den anderen Sternbildern verbunden. Die zodiakalen Sternbilder und die anderen Sternbilder bilden eine Einheit. Sie sind sozusagen verbunden. Später in seinem Werk zum Beispiel spricht er auch von dem zodiakalen Zeichen. Er spricht auch von einer nicht von einer 30-Grad-Teilung, Aratos spricht von einer 60-Grad-Einteilung, aber man merkt, er hat eine reguläre Teilung des Himmels, der Ekliptik vor sich, vor Augen. Und dann beschreibt er in der Folge eben auch von den die sogenannten Paranatelonta, also welche Sternbilder oder welche Sterne mit welchen zodiakalen Abschnitten bzw. Sternbildern des Zodiacs aufgehen. Ein Beispiel, es ist erforderlich zu beobachten, zu welchem Zeitpunkt an jedes der Tierkreiszeichen aufgeht, schreibt er. Und dann ein Beispiel von den, er geht natürlich alle Zodiac-Abschnitte durch. Die Mäander des Flusses, damit ist der Eridanus gemeint, ein Sternbild, das bei Orion anfängt und im südlichen Fisch aufhört.
Die Mäander des Flusses stürzen in den Ozean, das heißt, sie gehen unter in den Ozean am Horizont, gehen unter. Sobald der Skorpion erscheint und dessen Ankunft, die Ankunft des Skorpions, schlägt den riesigen Orion in die Flucht. Artemis sei uns gewogen. Ein Hinweis auf die Geschichte, wo Artemis den Skorpion schickt, um den Orion zu töten, der wiederum ihr sie vergewaltigt hatte. Oder versucht hat, er sie zu vergewaltigen, je nach Version. Also hier sehen wir die Vermengung des Mythos mit und die, den Zusammenhang, ja, der organische Zusammenhang der Sternbilder des Zodiacs, wobei er eben vorher einen regulären Zodiac durchaus beschrieben hat, und der anderen Konstellation am Ende. Hier ein Bild, das sieht man nicht schlecht, weil das schwarz ist der Hintergrund. Hier, das ist der Skorpion, der, das ist ganz aktuell, ja, die momentane Konstellation, zu dem Zeitpunkt, wo gestern der Skorpion am Horizont aufging. Ja, das ist der Moment, wo der Skorpion aufging am Horizont. Hier ist der Stern Antares. Ja. Und auf der anderen Seite geht der Orion am westlichen Horizont unter. Ja. Das ist derselbe Zeitpunkt, von der einen Seite gesehen des Himmels, von der anderen Seite gesehen, im Osten geht der Skorpion auf, im Westen geht der Orion unter. Der Skorpion taucht auf und tötet den Orion. Was heißt das? Orion geht unter. Ja, ist nichts anderes damit gemeint, als das Sterben des Orion am Horizont. Nun, in der Folge, ein Jahrhundert später, kommt einer der größten Astronomen der Antike, das ist Hipparchos. Und wir wissen, dass Hipparchos eine Einteilung des Zodiacs bzw. der Ekliptik in 30 Grad vorgenommen hat, wie schon seine Vorgänger auch in Babylon. Und dass er da eine tropische Definition einführt. Das heißt, er nimmt den Frühlingsnachttag und Nachtgleiche als den Anfang dieser Einteilung auf der Ekliptik. Nun muss man aber dazu auch wissen, dass Hipparchos nicht nur die Ekliptik so einteilt, sondern jeden Kreis teilt er so ein. Er kann also den Äquator nehmen oder sogar einen anderen Parallelkreis und ihn in 30 Teile einteilen und sagen, der erste Teil ist Widder, der zweite Teil ist Stier, der dritte Teil ist Zwilling und so weiter und so fort. Das heißt, es werden die Namen der Tierkreiszeichen benutzt, um Anteilungen oder Abschnitte von Kreisen, von astronomischen Kreisen zu benennen, was aber nicht unbedingt heißt, dass das eine astrologische Verwendung hat. Das sollte man dabei bedenken. Auch deswegen, weil Hipparchos, wir wissen es nicht, aber es gibt, zumindest haben wir keinen Hinweis darauf, dass Hipparchos Astrologe wäre. Hipparchos war Astronom. Wir sagen zwar immer, Astrologie und Astronomie war damals eins, aber so ganz stimmt das auch nicht. Es gab durchaus diejenigen, die sich mit Astronomie beschäftigt haben und diejenigen, die sich mit Astrologie beschäftigt haben. Ein Nachfolger des Hipparchos, der Geminos zum Beispiel, der schreibt einen Kommentar über den Aratos, der macht auch eine tropische Einteilung, aber in seinem Werk findet man immer wieder Sätze, wo er ganz deutlich skeptisch ist gegenüber den Astrologen. Und die Astrologie, die er meint, oder die er benennt, oder auf die er hinweist, ist eher eine meteorologische Astrologie, was sehr interessant ist im weiteren Verlauf meines Vortrags. Nun, eines der Dinge, die wir bei Geminos unter anderem auch lesen, ist der Hinweis, dass die alten Chaldäer den Frühlingspunkt eben nicht auf 0 Grad Widder gesetzt hätten, sondern auf 8 Grad Widder. Bisschen verwirrend, was die alten Chaldäer gemacht haben, also ungefähr 2 Jahrhunderte vorher. Da haben wir zum Beispiel einen chaldäischen Astrologen namens Kidinu, von dem wir wissen, der hat eine Definition, hat eine Beobachtung gemacht, dass der Frühlingspunkt auf 8 Grad Widder liegt. Es steht außer Zweifel, dass dieser Widder ein siderischer Widder ist, also dass er sich definiert ist nach einem fixen Tierkreis und nicht nach einem beweglichen Tierkreis. Und dass der Frühlingspunkt innerhalb dieses Tierkreiszeichens bestimmt wird. Ein Jahrhundert vorher gab es einen anderen, der heißt Naburimani. Und dieser Naburimani, der hat auch eine Rechnung angestellt, eine Beobachtung angestellt und hat gesagt, der Frühlingspunkt steht auf 10 Grad Widder. Und wir haben auch aus der vedischen Astrologie mehrere Hinweise, dass
in den Nakshatras früher die Astrologen den Frühlingspunkt in unterschiedlichen Nakshatras oder auch die Winter- und Sonnenwendpunkte vor allem in unterschiedlichen Nakshatras, also Mondhäuser, geordnet hätten. Das heißt, die Menschen haben schon lange die Präzision beobachtet. Ob sie da eine Theorie darüber hatten, ob sie das irgendwie, das ist noch eine andere Frage, aber es steht außer Zweifel, dass sie sie beobachtet haben. Dass sie beobachtet haben, dass sie immer wieder neu berechnet haben, diesen Frühlingspunkt, und das auf einem sibirischen Hintergrund. Nun, dieser sibirische Tierkreis der Babylonier, der wurde von den Griechen übernommen. Und was es allerdings in Griechenland gab, ist eine Art Verwirrung um den Frühlingspunkt. Wir haben zum Beispiel, das ist eines von vielen Zitaten, die man vorbringen kann, Achilles Tatius im 3. Jahrhundert nach Christus schreibt, einige setzen die Äquinoxien an den Anfang, zum Beispiel Hipparchus, andere an den 8. Grad, einige um den 12. Grad und wiederum andere um den 15. Grad. Was er im Grunde sagt ist, ohne das vielleicht richtig zu wissen, aber im Grunde was dahinter steckt ist, es sind unterschiedliche Traditionen. Früher, der Kidino hat den auf 8 Grad gelegt, Neburinami auf 10 Grad, andere früher nochmal auf 15 Grad und so weiter. Aber es besteht Verwirrung. Man hat nicht ganz klare Vorstellungen, dass sich da was bewegt hat. Ja? Und es sieht so aus, als ob es unterschiedliche Theorien wären oder unterschiedliche Lehrmeinungen darüber, wo der Frühlingspunkt sich befindet. Oder bei Columella, das ist ein Buch über Agrar, über Landwirtschaft. Der Winter beginnt ungefähr 8 Tage vor dem 1. Januar im 8. Grad des Steinbocks. Die 8 Grad. Und dann sagt er, ich lasse mich nicht beeindrucken durch das Argument des Hipparchus, welcher lehrte, dass die Sonnenwenden und Tag und Nacht gleichen sich nicht auf dem 8. Grad, sondern auf dem 1. Grad der Zeichen ereignen. Auch hier tut er so, als ob Hipparchus den Frühlingspunkt woanders gelegt hätte. Hipparchus hat nur den Tierkreis anders definiert. Aber man sieht die Verwirrung unter den Gelehrten jener Zeit. Nun, das ist jetzt ein Ausschnitt aus meinem Buch, was ich einfach jetzt mal hier reinkopiert habe. Ich lese mal vor, weil ich glaube, das ist der Fazit aus dieser ganzen Beobachtung. Es hat den Anschein, dass es im Römischen Reich eine Art tropischen Tierkreis kursierte, der den Widder 8 Grad vor dem Frühlingspunkt beginnen ließ. Das hat den Anschein. Viele meinen auch, dass es so etwas gegeben hätte wie einen tropischen Tierkreis, der den Frühlingspunkt auf 8 Grad wieder hat. In Wirklichkeit wurde die Berechnung des Kidinu eingefroren, was zur Folge hatte, dass die Griechen und Römer immer noch davon ausgingen, dass die Sonne zur Tag und Nacht gleich auf 8 Grad wieder stand, obwohl der Frühlingspunkt schon viel näher an 0 Grad wieder herangerückt war. Und das Interessante ist, scheinbar haben die trotzdem astrologisch richtig gerechnet. Das heißt, sie wussten nicht so richtig, wo der Frühlingspunkt ist. Aber sie wussten durchaus, mit ihren Mitteln natürlich und ihren Fehlern, die sie hatten in der Berechnung, wo die Planeten in den siderischen Tierkreis standen. Ich habe hier ein Horoskop von mehreren Beispielen. Das ist ein Horoskop von Vettius Valens, einem Astrologen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Das sind die Daten, die er angibt. Vitus Valens hat sehr viele Horoskope, viele davon sind ohne Gradzahlen, aber einige, wo er über die, um es um die Direktionen geht, da hat er Gradzahlen genannt. Das sind die Gradzahlen, die er nennt. Diese Gradzahlen sind nicht ganz korrekt, weil damals waren die Mittel, die sie hatten, die Ephemeriden, nicht so genau wie heute. Keine Frage. Trotzdem, wenn wir das Datum rekonstruiert, um was es geht, den 13. Mai 114 nach Christus, wenn wir das trubisch nachrechnen, dann können wir ziemlich deutlich sehen, dass es eine Verschiebung gibt. Und zwar, auch wenn es Planeten gibt, wie zum Beispiel Venus, die nicht sehr gut berechnet wurde. Damals. Gerade die Venus und der Merkur, da gab es große Fehler, weil sie in der Nähe von der Sonne liegen und nicht so gut zu beobachten waren. Aber es gibt eine Verschiebung. Das heißt, es ist ganz klar, dass Valens einen tropischen Tierkreis benutzt hat. Und das gilt auch für die anderen Horoskope von Valens. Und auch für die meisten anderen Horoskope, die wir aus dieser Zeit haben, dass sie siderisch berechnet wurden. Und nicht tropisch, wie viele meinen.
Nun, das Weltbild, was wir da haben, was damals etabliert war und dann im Mittelalter auch sich weiter etablierte erstmal, war ein Weltbild, ein geozentrisches Weltbild, mit der Erde im Zentrum und den Sphären der Planeten um der Erde herum und dem Tierkreis bzw. den Fixsternen, in diesen, da wurde erstmal kein Unterschied gemacht, Fixsternsphäre als eine achte Sphäre, die jenseits der Sphäre des Saturns liegt. Diese weiße wäre das Sphäre des Saturns. Ich habe das hier noch mit. So. Also da sehen wir die Sphäre des Saturni, ne, Sphäre Jovis, das ist der Jupiter. Und dann nach der Sphäre Saturni das Firmamentum. Das ist ein Bild aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Und da sind auch noch weitere Kreise, da komme ich nochmal drauf zurück. Aber in diesem Bild, Ende des 15. Jahrhunderts, ist immer noch in dieser achten Sphäre, wie man sieht, der Tierkreis eingezeichnet. Ja, das ist der Wassermann, das ist der Steinbock, Schütze und so weiter. Nun, was ich sehr spannend finde dabei ist, und jetzt geht es eigentlich um das Eingemachte in der Astrologie meines Erachtens, ist, dass das Ganze nicht einfach nur eine Beobachtung ist und ein physisches Modell ist, sondern dass das sehr tiefgreifende Implikationen hat. Tiefgreifende philosophische, theologische, esoterische, wie man heute sagen, Implikationen hat. Hier ein Zitat aus dem Corpus Hermeticum. Lies vor. Was von der Seele bleibt, nachdem der Körper sich abgebaut hat, nachdem die niederen Bereiche der Seele sich auch aufgelöst haben, was von der Seele dann bleibt, das erhebt sich in die Höhe durch die Harmonie der Sphären. Im ersten Kreis verlässt sie die Kraft des Wachsens und Abnehmens. Mond. Im zweiten die Ränke des Bösen, so zwecklose Täuschung, Merkur. Im dritten der schon unwirksame Trug der Begierden, Venus. Im vierten die Manifestation der Machtgier, inzwischen unerfüllbar, Sonne. Im fünften die gottlose Verwegenheit und die schamlose Kühnheit, Mars. Im sechsten das schäbige Anhaften an der Bereicherung, ist nutzlos geworden, Jupiter. Im siebten schließlich die Lüge, die Fallen stellt, Saturn. Und jetzt, sie erreicht dann die Natur der achten Sphäre, von allen Werken der Harmonie entblößt, die Harmonie ist der zusammenwirkende Planeten, allein mit ihrer eigenen Seelenkraft. Und mit allen Wesen singt sie die Hymnen an den Vater und alle erfreuen sich ihrer Ankunft. Wir sehen also, dass die Planetensphären und die achte Sphäre des Himmels einen soteriologischen Hintergrund auch hat, der mit den Werdegang der Seele und mit der Entwicklung der Seele nach dem Tod, wie wir auch sehen werden, mit dem Niedergang der Seele auf die Welt zu tun hat. Und dort wird der achte Himmel, der Zodiac und die Fixsterne, wie bei diesen alten Mythen auch, die Seele wird verbunden mit die Heimat, ist in den Sternen, in diesen Fixsternen. Und damit auch in dem Zodiac. Weil immer wieder wird in diesen Zusammenhängen von einem Zwölfheit gesprochen, wie vom Zodiac und so weiter. Ein anderer Zitat aus dem Corpus Hermeticum wird gesprochen, dass ein Gott nimmt eine Mischung und richtet diese Mischung und richtete in vortrefflicher Genauigkeit die Ordnung des Zodiacs ein, ihn mit den psychischen Bewegungen einstimmend und die menschenförmigen Zeichen alle nach dem anderen den tierförmigen einpassend, denen er aktive Potenzen verlieh und einen Odem, der zu jeder Kunst fähig war, Erzeuger aller universellen Ereignisse, die jemals geschehen sollten. Gott schafft erstmal einen Zodiac in diesem Bereich und dort wird auch die Seele erstmal angesiedelt und dann wird erzählt im Corpus Hermeticum, wie es zu einem Fall kommt.
sogenannten Sündenfall kommt. Und im Zusammenhang dieser Sündenfall sagt Gott dem Planeten, sie sollen der fallenden Seele jedem eine Tugend geben. Gott erzählte ihnen, den Planeten, von der Genesis des Menschen, und sie sahen, was ein jeder von diesen Planeten, gemäß seinen Möglichkeiten beizutragen haben, zu dem, der da in die Welt kommen sollte. Planeten formen sozusagen den in die Welt hineingeborenen Menschen. In den gnostischen Schriften finden wir ganz ähnliche Beschreibungen. Da wird zum Beispiel erzählt immer wieder von den Äonen, die im Pleroma sozusagen jenseits aller Zeit, jenseits sozusagen aller Weltlichkeit als Emanation Gottes existieren, und dass dort eines dieser Äonen, die Pistis Sophia, sozusagen hinunterblickt in den Abgrund und sich dort sozusagen manifestieren möchte. Und es wird beschrieben, ihr Wille manifestierte sich als ein Abbild des Himmels, das unvorstellbare Größe besaß. Er fand sich im mittleren Raum zwischen den unsterblichen Äonen und den Wesen, die nach ihnen kamen, in Gestalt des Himmels. Er war wie ein Schleier, der das menschliche Geschlecht von den höheren Wirklichkeiten trennte. Und dieser Schleier oder dieser Bereich, der wird Octoas genannt, oder übersetzt auf Deutsch kann man sagen, die Achtheit. Und das ist die achte Sphäre. Sie wird immer wieder in den Texten auch tatsächlich mit dem Zodiac in Verbindung gebracht. Und auch hier sozusagen eine Schaffung einer ersten Abbild sozusagen dieser Pistis Sophia. Und dann erst kommt es zu einer, dann wird dadurch erst der Demiurg erschaffen, der dann die Welt, der tatsächliche Weltenschöpfer ist. Und dieser Demiurg schafft dann die sieben Planeten, die Heptomas, die Siebenheit der Planeten. Und es wird in den gnostischen Schriften auch unterschieden zwischen einem physischen Menschen, also einem körperlichen Aspekt des Menschen, dem psychischen Menschen, der eben der Sphäre des Demiurgen und dieser Siebenheit zugeordnet wird, und dem geistigen Menschen oder pneumatischen Menschen. Immer wieder kehrt diese Idee, diese Vision zurück, dass der Mensch in seiner geistig-spirituellen Erfüllung oder Verwirklichung angesiedelt ist in der Welt der Fixsterne. Hier ein Bild von Hans Leisegang, das war ein Autor aus Anfang des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, der hat auch über die Gnosis geschrieben, und er hat zum Beispiel hier ganz klar in diesem, das sind die sieben Planetensphären, dann ist hier, das ist ein Kosmos der Ophiten, das ist eine der Sekten der Gnostiker gewesen, und da sehen wir den Ouroboros, wo diese Schlange sich in den Schwanz beißt, und jenseits davon die Tierkreiszeichen, den Zodiac. Und da hat er ganz klar geschrieben, das ist das Paradies. Das ist der Ort, wo die Seele zurückkehrt im erfüllten Zustand. Ein anderes Beispiel ist die Offenbarung des Johannes, das himmlische Jerusalem. Es wird beschrieben als eine Mauer, mit einer Mauer versehen, mit 12 Toren und 12 Engeln darauf. Und auf den Toren sind beschrieben die 12 Stämme des Sohnes Israels und auch die 12 Namen der Apostel Christi. Und dann wird gesagt, der Engel maß die Stadt mit einem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. 12.000 Stadien, immer wieder die Zahl 12. Sie ist 144 Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Der Mensch ist der Adam. Und Adam, kabbalistisch, ist Aleph ist 1, Dalef ist 4, Mem ist 40. Das sind 144, 12 hoch 2. Immer wieder der Bezug zum Menschen und zum kosmischen Menschen und zur 12. Nun, parallel dazu oder in diesem Umfeld entsteht auch eine Linie innerhalb der Astrologie,
die ich die ptolemäische Linie mal nennen möchte. Zumindest ist Ptolemäus der Autor, auf den die christliche spätere europäische Astronomie hauptsächlich verweist und von dem wir alle lernen, der Ptolemäus hat ja auf jeden Fall tropisch gearbeitet und den Zodiac tropisch definiert. Jein. Er schreibt Folgendes. Nun hat auch gleich der Zodiac keinen Anfang, da er einen in sich geschlossenen Kreis darstellt, so setzten die Alten doch den Widder als das erste Zeichen, weil in ihm die Frühlingsnacht, Tag und Nacht gleiche liegt. Es ist zumindest ambivalent. Man weiß nicht so recht aus diesem Zitat, meint er, dass es immer so ist, oder meint er, dass es in seiner Zeit so ist? Oder ein anderes Zitat, was auch vielleicht das sehr klar tropisch ist. Die tropischen Zeichen sind dasjenige am Sommersolstitium, also die 30 Grad des Krebszeichens. Auch da eine Ambivalenz. Er sagt nicht das erste Grad. Die 30 Grad des Krebszeichens. Da die Sonne, sobald sie in eines von ihnen, also von Krebs oder Steinbock eingetreten ist, sich wieder in ihrer Bahn zurückwendet. Wobei sie in Krebs im Sommer, im Steinbock im Winter. Es gibt aber viele Zitate bei Ptolemäus, und das finde ich sehr interessant, wo man merkt, er ist immer noch in einem Denken, wo Sternbilder und auch die zodiakalen Sternbilder nicht getrennt voneinander sind. Also was hier Dieter vorher gesagt hat, das möchte ich hier mal ganz klar konterkarieren. Es ist für mich überhaupt nicht klar, dass die Alten, auch nicht Ptolemäus, tatsächlich losgelöst von den Sternbildern 30 Grad große Tierkreiszeichen gedacht haben. 30 Grad große Tierkreiszeichen, ja, Abschnitte, ja, aber losgelöst von den Sternbildern, ein Zitat. Blindheit wird verursacht, wenn der Mond bei der Geburt in einem Eckhause steht, an irgendeiner Stelle, wo er mit dem Sonnen in Aspekt steht, das ist jetzt unwichtig, was für eine Konstellation er genau meint, und verbunden mit einem der Nebelsterne des Zodiacs, wie des Krebses oder die Plejaden, ein Teil von Stier, aber kein Fitzschimmer, oder dem Pfeil des Schützen, oder dem Stachel des Skorpions, oder dem Haar der Berenice oberhalb des Löwen, oder der Ode des Wassermanns. Das ist nicht möglich ohne Sternbilder. Er spricht von Sternbildern. Von Sternen. Von Sternen. Und von Sternen. Von Sternen, nicht von Sternen. Aber er spricht, wenn man den ganzen Text liest, permanent spricht er von den Sternbildern. Und er spricht dann mal vom Stier, und er spricht mal von den Sternen, aber mal spricht er von dem ersten Teil eines Tierkreiszeichens oder von dem ganzen Tierkreiszeichen. Es gibt keine Unterscheidung. Man findet keine Unterscheidung in diesem Text. Also zumindest, sage ich mal, Ptolemäus ist zumindest ambivalent, was den Tetrabiblus anbelangt. Im Almagest, wie Hipparchus, ist es ganz klar, er benutzt eine ekliptische Einteilung, die vom Frühlingsmond ausgeht. Die mathematische Astronomie, die hat natürlich die ekliptischen den Zodiac, den tropischen Zodiac benutzt, aber die Astrologen nicht. Zumindest viele nicht. Oder zumindest gab es zwei Ströme. Und es setzt sich fort. Nun, das wäre das Bild, dieses Weltbild mit der Erde im Zentrum, die Planetensphäre und eben diese achte Sphäre obenauf. Nur ganz kurz. Ja, man muss noch einen anderen Hintergrund hier, glaube ich, ins reinbringen, und zwar... Ist die Uhr? Nee, und zwar im Weltbild des Aristoteles sind die Sterne wirken auf die Elemente, die wirken auf die Urqualitäten. Und aus diesen Urqualitäten heraus entstehen dann sozusagen, wird gedacht, bestimmte Wirkungen auf der Erde. Und diese Denkweise ist sehr ptolemäisch auch. Ptolemäus spricht immer wieder von Urqualitäten. Er spricht zum Beispiel, beschreibt gar nicht die Planeten, so wie wir das kennen, mit bestimmten Bedeutungen der Planeten. Er sagt nur, Jupiter ist feucht und warm. Eigentlich sagt er nicht viel mehr drüber, über den Jupiter, wenn er das Bild beschreibt. Also es ist sehr gerne den Urqualitäten verbunden. Und mit der Zeit hat man nun im Laufe des Mittelalters, ich weiß nicht, wann das gewesen ist, vielleicht kann Dieter das besser erklären,
Ich habe den Eindruck, das passiert irgendwann im 11. Jahrhundert, 10. 11. Jahrhundert nach Christus, dass eine neunte Sphäre ganz offensichtlich, also ganz explizit genannt wird. Eine neunte Sphäre, in der dann die tropischen Tierkreiszeichen angesiedelt werden. Um sozusagen diese Unterscheidung zwischen einem der Sphäre, die sich bewegt in 124 Stunden und an denen die Frühlingspunkte auch sind, ja, und Sommersonnenwendepunkte, und einer anderen Sphäre, in der eben die Sterne und die Sternbilder sind. Da wird langsam unterschieden zwischen zwei Sphären. Eine, die man ja die tropische wäre, und eine, die siderisch wäre. Trotzdem, und auch da möchte ich ein paar Zitaten auch darstellen, dass der tropische Zierkreis noch lange nicht aus der Welt war. Ibn Ezra ist eines der wichtigsten jüdischen Astrologen des Mittelalters. Sehr oft übersetzt, rezipiert, auch in Europa später. Und er spricht davon, dass es zwei Tierkreise gibt. Einen Tierkreis, den man nach dem Verstand fasst, und einen nach dem Sehsinn, also den man sehen kann. Der eine ist das nach der Auffassung des Ptolemäus, und derjenige nach dem Sehsinn, sagt er, ist das der Alten und der Inder. Und er sagt, beide sind für die Kunst wichtig. Denn der nach dem Verstand ist für die Berechnung wichtig. Und das erklärt er dann auch. In dem tropischen Tierkreis braucht man, um eine ganze Reihe von Berechnungen anzustellen. Und dann sagt er, die zweite Auffassung gemäß den Indern, wir sprechen hier von Ibn Ezra, also einem Astrologen aus dem 11., 12. Jahrhundert nach Christus, die den Kreis des Firmaments nach dem Sehsinn in 12 Teile unterscheiden, ist notwendig, um die Domizile der Planeten und ihre Erhöhungen zu kennen, die Gegenstellungen zu ihren Domizilen und Erhöhungen und die Zeichen der Triplizitäten und die Grenzen und die Gesichter, also die Dekanate, die männlichen und weiblichen Zeichen und so weiter. Alles, was wir brauchen für die astrologische Deutung, sagt Ibn Ezra ganz klar in diesem Werk, muss man an dem siderischen Tierkreis ablesen und nicht an dem tropischen Tierkreis. Das Einzige, was er dem tropischen Tierkreis überlässt, sind die Zeichen, die beweglich, fix und veränderlich sind. Alles andere solle man an den siderischen Tierkreiszeichen. Ein weiteres Beispiel. Es gab einen sehr wichtigen Astrologen im arabischen Raum, der in Tunis gelebt hat. Das war Ali ben Rachel, eines der wichtigsten Werke auch geschrieben hat, des Mittelalters. Ali ben Rachel hat auch ein anderes Werk geschrieben. Das ist eine Art, ein Gedicht, die Usuya. Das ist ein Gedicht, eine Zusammenfassung seines Werkes in Gedichtform, ganz kondensiert. Und im 14. Jahrhundert hat ein Astrologe namens Ibn Kumfut einen Kommentar zu dieser Usuya geschrieben. Und in diesem Kommentar bringt er eine Reihe von Horoskopen. Er erläutert sozusagen Dinge an Horoskopen seiner Zeit. Hier ein Beispiel. Das ist ein Horoskop aus dem 20. September 1361. Und wenn wir das vergleichen mit dem tropischen, dann ist für jeden ganz klar, der benutzt den siderischen Tierkreis. Denselben, den übrigens auch der Ibn Ezra schon definiert hat. Und der über Indien wohl auch stark Einfluss genommen hat in die arabische Astrologie. Wir sprechen vom 14. Jahrhundert. Und es gibt noch weitere Zitate, die belegen, dass Araber auch im 14., 15. und sogar im 16. Jahrhundert mit einem siderischen Tierkreis gearbeitet haben. Nun, was in Europa, als die Astrologie in Europa über die Araber rezipiert wird, haben wir eine Astrologie, die vornehmlich tropisch ist. Da gibt es tatsächlich einen Bruch. Da kann man tatsächlich sagen, alle Astrologen fangen an, tropisch zu arbeiten. Wir sprechen also vom 13. Jahrhundert frühestens nach Christus. Und da ist auch ein Weltbild mit der neunten Sphäre. Man muss mal bedenken, diese neunte Sphäre, diese Sphäre des tropischen Zodiacs oder sogar eine zehnte, die manchmal auch hinzugenommen wurde, ja,
Das sind alles Sphären, die übereinander liegen und die dann von Gott sozusagen in 24 Stunden einmal gedreht werden. Das heißt, die ursprüngliche Idee der alten Platoniker und Hermetiker und Gnostiker, dass das eine Sphäre ist, die ganz nahe bei Gott ist, die blieb bestehen. Der tropische Tierkreis konnte immer noch so gedacht werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Christentum schon sehr früh, hier noch ein Bild, hier ein Bild aus der eine alchemistische Allegorie aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 16. Jahrhundert sogar, wo ganz klar auch sichtbar ist, hier werden in dem Bereich, der sozusagen zum Jenseits gehört, zur Welt, zur göttlichen Welt gehört, da werden in diesem Bild die Tierkreiszeichen angesiedelt. In der unteren Welt, da sind die Planeten. Die fünf Planeten und die ganze Allegorie hat dann natürlich die ganze Sonne- und Mond-Allegorie, das von weiblich und männlich und so weiter. Also auch da befinden wir sehr spät immer diese Idee, diese Vision, dass der Tierkreis etwas sei, was sozusagen zumindest den Schleier bildet, ja, sozusagen zu einer höheren Ebene, zu einem höheren Wirklichkeit gehört. Die bleibt immer noch bestehen, vor allem in den alchemistischen und magischen Werken. Auf der anderen Seite haben wir im Christentum schon sehr früh mit Isidor von Sevilla im 7. Jahrhundert eine Distanzierung von bestimmten Aspekten der Astrologie. Und diese Distanzierung geht auch einher mit einer sehr stark von Aristoteles und von der aristotelischen Physik geprägten Denkweise. Isidor von Sevilla unterscheidet eine Astrologia naturalis, also eine natürliche Astrologie, von einer Astrologia superstitiosa, einer abergläubischen Astrologie. Er unterscheidet von einer Astrologie, die sozusagen mit den ganz konkreten physischen Wirkungen von Sonne, Mond und vielleicht auch den Sternen zu tun hat, und einer Spekulation, die Astrologen machen aufgrund der Tierkreise, der Sternpositionen, die sozusagen, man merkt es schon in der Wortwahl, von einem christlichen Gelehrten eher abgelehnt wird. Da gibt es eine Distanzierung. Das zieht sich eigentlich durch das Christentum durch. Und die könnte man hier vertiefen, könnte man einen ganzen Vortrag darüber sprechen. Sehr spannend, auch diese Spannung zwischen dem Christentum und dem Erlösungsgedanken natürlich, dem Erlösung von dem Schicksal, ja, was Christus verspricht, ja, und der Astrologie. Später in der aristotelischen und thomistischen Auslegung, die bis zum 16. Jahrhundert sich immer mehr etablierte auch, da sprach man von einer Astrologia naturalis oder rationalis, rationalen oder natürlichen Astrologie, und einer Astrologia judicaria, also einer urteilenden Astrologie. Das eine wäre die Astrologie, die sich beschäftigt mit den Einflüssen auf die Qualität der Materie, etwa meteorologische Einflüsse oder auch die Körpersäfte. Und die Körpersäfte wiederum haben einen gewissen Einfluss, zumindest mehr oder weniger indirekt, auf die Psyche eines Menschen. Ja, aber das ist dann wird irgendwann sekundär. Und mit diesen sekundären und auch mehr deutenden und auch mehr spekulativen Ableitungen aus den Gestirnständen beschäftigt sich die Astrologia Judicaria. Mit Dingen, die also nach christlicher Lehre durchaus dem menschlichen Willen ansonsten unterworfen sind. Und deshalb die Deutung eben auch unsicher ist, unklar ist und so weiter und so fort. Nun, wir können sicherlich da viel anfangen. Wir wissen, dass die Deutungen, Symbole sind mehrdeutig, ja. Und eine Prognose zu machen, eine genaue Prognose, ist alles andere als einfach oder erfolgreich, ja. Natürlich wissen wir über diese, aber trotzdem möchte ich hier mal festhalten, und das ist nämlich ganz wichtig in dieser, wir sprechen vom 16. Jahrhundert, dass die meisten Astrologen, und sei es nur darum, damit sie keine Probleme bekamen mit der Kirche, dass die meisten Astrologen sich sozusagen die Astrologie so auffassten,
aristotelisch auffassen, dass sie eben wirken auf die Materie. Sie wirken physikalisch. Und alles, was mit der Seele zu tun hat, mit dem freien Willen sowieso, das hat mit der Astrologie nichts zu tun. Und da soll die Astrologie sich möglichst auch raushalten. Deshalb war die medizinische Astrologie und die meteorologische Astrologie das, was am meisten beschrieben wurde in dieser Zeit. Und in dieser Zeit fällt die kopernikanische Wende. Und Kopernikus Revolution besteht darin, dass er sagt, es gibt drei unterschiedliche Eigenbewegungen der Erde. Das eine ist die Rotation der Erde. Und diese führt dazu, dass die Himmelssphäre als Ganzes sich nicht in 24 Stunden bewegt, sondern stehen bleibt und die Erde sich bewegt. Das zweite ist, die Erde kreist um die Sonne. Das sind alles Dinge, die Kopernikus ganz klipp und klar beschreibt am Anfang seines Buches, seines Werkes über die, was heißt das jetzt hier, dann wird das geschrieben. Die neunte Sphäre also, die Sphäre, diese tropische Einteilung des Zodiacs, die wird nicht mehr notwendig, wenn die Erde sich um die Sonne kreist und nicht die Sonne um die Erde auf dem Hintergrund eines Zodiacs. Die Kreiselbewegung des Erdpols, oder die Präzession, wird auch von ihm beschrieben und bewirkt die Präzession des Frühlingspunktes, und damit sind die Fixsternsphäre nicht mehr beweglich, weil in dem alten geozentrischen und tropisch denkenden Weltbild war ja eine Sphäre da, eine neunte Sphäre, die ist fix, und innerhalb dieser neunten Sphäre bewegen sich ganz, ganz langsam präzisional die Sterne. Durch Kopernikus wird es umgekehrt. Die Sterne sind nicht beweglich. Es ist die Erde, die sich durch ihren Pol bewegt. Und das hat weitere Implikationen, diese kopernikanische Wende. Erstens mal, die Fixsterne rücken in weite Ferne. Weil dadurch, dass die Erde sich um die Sonne, eines der wichtigsten Argumente gegen Kopernikus war, wenn die Erde sich um die Sonne bewegt, dann müssen wir die Sterne sehen, wie sie sich hin und her bewegen. Tun wir aber nicht. Also bewegt sich die Erde nicht. Sie bewegt sich deswegen nicht, die Sterne, weil sie so weit entfernt sind, und schon Kopernikus hat im Grunde erkannt, die sind viel weiter weg, als wir bisher dachten. Und später hat man noch viel weiter weg die Sterne erkannt, dass sie viel weiter wegrücken. Das heißt, es bröckelt auch irgendwie diese Idee, dass der Kosmos irgendwie physikalisch auf die Welt einwirken könnte. Dann, die bisherige Berechnungspraxis hat Fehler offenbar. Weil durch Kopernikus und die kyklinischen Tafeln und so weiter wurden bessere Theorien geschaffen. Da kannte man ja, früher hatten ja die Astrologen gar nicht so genau gerechnet. Also waren ihre Deutungen und ihre ganze Grundlage ja irgendwie auch wackeliger. Und vor allem, das ist für mich der Knackpunkt, der Idee eines tropischen Zodiacs als umfassende Matrix, die zerbricht. Das heißt, der Zodiac, wie die Astrologen bis dahin den Zodiac gedacht haben, auch den tropischen Zodiac, als letzte Sphäre, ja, als Primum Mobile, die ist mit Kopernikus ad acta gelegt. Wir haben ein Bild, wo diese neunte Sphäre verschwindet und zu einer Sphäre wird um die Erde. Nur so kann man den tropischen Zodiac begreifen. Man kann ihn nur begreifen als eine Sphäre der Erde, nicht als eine Himmelssphäre draußen, jenseits der Planeten. 5 Minuten? Ja. 5 Minuten? Die haben wir, wenn wir die von der Diskussion absehen. Ja. Gut, nochmal. Nun, daraus folgt, ja, vielleicht nur ganz, eines der Dinge, die in der Astrologen haben da wenig interessiert dafür, aber eigentlich ist es ganz spannend. Die Implikationen, wie ist der Sternenhimmel beschaffen und dann auch die Galaxie. Die Milchstraße wurde schon immer natürlich gesehen und es gab unterschiedliche Theorien darüber. Teilweise sehr abstruse Theorien, und eine der abstrusesten kommt von Aristoteles. Und da man Aristoteles als den Philosophen schlechthin sah, hat man natürlich über Jahrhunderte immer noch festgehalten an dieser sehr, sehr seltsamen Definition oder Erklärung der Milchstraße durch Aristoteles. Es hat sehr lange gebraucht, bis man eigentlich erkannt hat, was die Natur der Milchstraße ist.
Es hat eigentlich gebraucht bis zum die Zeit Kants. Erst Wright, dann Kant war der Erste, der erkannt hat, oder der, dass es eine Galaxie gibt und dass es sogar noch andere Galaxien im Raum gibt und dass es sozusagen hier eine Einheit gibt, in der wir eingebettet sind. Und auch Herschel hat dann durch seine Beobachtungen sozusagen den Durchbruch dann auch geschaffen. Und so entsteht eine Betrachtung des Kosmos, ich nenne es eine systemische Betrachtung des Kosmos, die sozusagen moderner ist. Die Erde und die Elementensphäre, der Erde-Mond-Bezug, eine weitere systemische Einheit, die wiederum kreist mit den Planeten und die Sonne. Und die Sonne wiederum ist eingebettet in einer Galaxie. Der Sternenhimmel, und das hat man ja dann auch ganz langsam erkannt, dass diese ganzen Sterne, die wir sehen, ja dazugehören zu dieser Milchstraße. Das ist ja etwas wirklich sehr Modernes, dass man das überhaupt so erkannt hat. Und das heißt, wir haben jetzt durch die astronomische Erkenntnis sehen wir, dass die Galaxie tatsächlich eine systemische höhere Ebene ist. Und meines Erachtens ist es etwas, was sehr ähnlich ist mit dem alten platonisch-hermetischen Gedanken, dass die Fixsternsphäre tatsächlich eine solche übergeordnete Sphäre ist. Es gibt Bilder, vor allem wird es auch als weibliche Gottheit dargestellt. Ja? Auch Maria mit ihrem Sternenmantel ist die Mutter des Sonnenhelden. Ja? Die Sonne und die Planeten werden in vielen Mythen erzählt, wie sie sozusagen aus einer himmlischen Matrix, aus einer himmlischen Urmutter hervorgehen. Also der Gedanke ist uns eigentlich ein sehr moderner Gedanken, altmythologisch beschrieben. Die Welt ist entstanden aus dem Sternenhimmel. Ich möchte hier, diesen Punkt möchte ich nicht übergehen. Diese Milchstraße, hier ein Bild über eine Abbildung zu Macrobius Kommentar zu Scipios Traum. In diesem Kommentar zu Scipios Traum hat Macrobius aus dem 4. Jahrhundert nach Christus unter anderem eben erzählt, wie der Milchstraße der Weg ist, den die Seelen gehen. Seelen gehen sozusagen nach dem Tod über die Milchstraße sozusagen. Das ist der Pfad, wie die Seelen dann in den Himmel gehen. Also wir haben eine alte Vision, die immer wieder nicht nur die Sterne, sondern auch konkret die Milchstraße verbindet mit dem Seelenweg nach dem Tod. Ich muss leider hier etwas ganz interessant, aber ich muss es mal übergehen wegen der Zeit. Und ich komme mal zu meinen Thesen. Meine erste These ist, dass die aristotelische Einflusstheorie, die ja in der letzten Zeit der Blüte der Astrologie noch voll introduziert war, dass diese obsolet geworden ist. Meines Erachtens ist heutzutage nicht mehr haltbar, dass Sterne oder Planeten physikalisch eine Wirkung haben auf die Welt. Zumindest ist nicht das, was wir in der astrologischen Praxis tun. Wenn das so wäre, dann müssen wir ganz anders arbeiten. Was wir tun, ist was anderes. Wir arbeiten mit Symbolen, die wir sozusagen nur durch unseren Verstand oder durch unsere seelisch erfassen können eben und nicht physikalisch erfassen können. Die platonische Betrachtung im Sinne einer Harmonie und Synchronizität mit einem beseelten Universum liefert eine bessere Erklärung des astrologischen Wirkzusammenhangs. Natürlich müssen wir das auch neu denken. Aber viele, gerade auch in der psychologischen Frage, wenn ich an Jung denke, sind da zumindest Ansätze, wo wir sehen, da ist von dieser Synchronizität, da ist von dieser Archetypenlehre die Rede, da knüpfen wir an, auch an altplatonisches Gedankengut. Und nicht zuletzt, die Rezeption der indischen Seelen- und Karma-Lehre knüpft genau da an, meines Erachtens ist es Teil einer Urtradition, die eben auch in Hermetik, in der Gnosis, in den platonischen Schriften überall auftaucht. Es geht um eine Tradition, die sehr, sehr verbreitet ist und die einen Zusammenhang sieht zwischen dem Seelenleben und der Karma-Lehre und den Konditionierungen, den
himmlischen Konditionierungen, mit denen wir geboren werden. Und deswegen meine ich, dass die systemische Betrachtung des Kosmos und die Einbeziehung der Galaxie als achte Sphäre, als übergeordnetes Ordnungssystem in den Vordergrund rückt und damit die Wiederherstellung dieser ursprünglichen Vision des siderischen Tierkreises. Das heißt, wir müssen das, wenn wir diese Geschichte in uns anschauen, unsere eigenen Wurzeln und Traditionen, auch esoterischen Traditionen anschauen und nach dieser kopernikanischen Wende, müssen wir meines Erachtens uns wieder dieser, zumindest dieser Frage stellen. Denn sie ist in der astrologischen Tradition, die wir gesehen haben, auch ganz, ganz konkret verankert, in der Praxis auch. Wir hätten einen Tierkreis, der eine höhere Systemebene darstellt, aus der das Sonnensystem hervorgegangen ist und in die das Sonnensystem und das Planetensystem eingebettet ist. Deswegen sehen Sie auch einen Zusammenhang zwischen dem Tierkreiszeichen und dem Planeten in Form von Domizilen und so weiter. Es entspricht einer seelischen Ebene jenseits der Schicksalskräfte, welche die Planeten verkörpern. Und dieser siderische Tierkreis wäre Archetyp dessen, was in den Planetenzyklen in der Welt geboren wird. Es ist Archetyp auch des kosmischen Menschen, was immer wieder in den Mythen auch gezeigt wird. Und der tropische Tierkreis, das ist vielleicht zu kurz, ist ein Kreis der Erdhäuser. Und damit müssten wir den tropischen Tierkreis, auch nach einer kopernikanischen Wende, wenn wir das wirklich ernst meinen, ja, müssen wir den ganz neu denken, den Tierkreis. Zumindest nicht mehr so, wie die Alten den gedacht haben. Nämlich als zum Beispiel eine Konditionierung, die kollektiv geschichtlich ist, in die eine Person eingebettet ist. Der tropische Tierkreis hat mit der Qualität der Zeit im Laufe des Jahres natürlich zu tun, dem jahreszeitlichen Lauf, was aber erstmal an sich nur eine rein Jahreseinteilung ist, nach Monaten. Er mag Bezug haben vielleicht zu einer Ebene, die mehr physisch ist, wie die im 16. Jahrhundert das auch viel gemacht haben, nämlich mehr Dinge wie Astrometeorologie, Astromedizin, dass da vielleicht mehr der Bezug zum tropischen Tierkreis sein könnte, ist eine Möglichkeit, die gewisse Logik hat. Und in Bezug auf das Geburtshoroskop, dass es ein möglicher Indikator ist für weltliche Konditionierungen, in die jemand eingebettet ist, die den eigentlichen Wesenskern verschleiert, aber vielleicht auch von diesem Wesenskern auch genutzt werden kann. Zumindest eine andere Ebene. Und diese Unterscheidung zwischen zwei Ebenen sollten wir, denke ich, nach diesen Gedanken anstellen und nicht von einem, das ist rein ist richtig, das andere ist falsch, sondern einfach differenzieren, unterscheiden, worum geht es bei dem siderischen Zodiac und worum geht es bei dem tropischen Zodiac. Vielen Dank.